Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Dying Light. Im letzten Part haben wir ja Rahim verloren. Nachdem er doch seinen Bombenplan durchziehen wollte. Erst müssen Bracken berichten. Okay. Na, mal schauen. Was Bracken gibt es sozusagen? Ist der nicht hier oben? Wieso wird der Punkt immer noch am Fahrstuhl angezeigt? Ist der unten? Verstehe ich nicht ganz. Rahim ist tot. Ich kann es einfach nicht fassen. Schauen wir hier unten. Okay. Bracken. Wie ist das passiert? Musste es tun. Es war zu spät, er mutierte. Ich hatte keine Wahl, ich schwör's. Mann, er war auch mein Freund. Der Beste, den ich hier hatte. Ich weiß. Er hat mich oft genug zur Weißglut gebracht. Aber ich habe ihn geliebt wie einen Bruder. Wieder ein Freund tot. Wieder ein Bruder gefallen. Ich habe ihm vertraut. Ich habe ihm sogar den Sprengstoff anvertraut. Wenn ich ihn nicht dort gelassen hätte, wäre er vielleicht noch am Leben. Oh nein. Jade! Jade! Warte! Jade, verdammt! Lass sie. Gib ihr etwas Zeit. Zeit zu trauern. Sarah! Mist! Lauf hin! Sie dürfen ihn nicht kriegen! Okay. Das ist ein Problem. Waffen irgendwo. Falsch. Ganz kurz. Hat sich nicht Ich hätte keine Kampftechniken. Zum Rutschen. Der Wurf. Dropkick. Hier habe ich noch einen Punkt übrig. Habe ich hier irgendwas, was uns bringt bei denen? Nur springen könnte ich die vielleicht betäuben. Nur weiß ich gerade gar nicht, ob das bei denen überhaupt funktioniert. Hellbogenstoß.
Handspannen Selbe gedrückt. Das könnte klappen. Das V-Lampe, das bringen wir denen eh nicht. Sonst halt mehr Schaden mit dem Dropkick vielleicht. Ich glaube, der trifft sie auch nicht immer. Nachdem man da ja auch sprinten müsste und was ein bisschen doof ist hier. Darf ich ja noch? Okay, ein Schild hätte ich vielleicht früher schon gebraucht. Ich glaube nicht, dass du nur... Irgendwas... Eigentlich... So, was jetzt man kann über die drüber springen. Hab ich noch Heilung? Nee, natürlich nicht. Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Das ist natürlich auch ganz schlecht, wenn ihr auf kaputt ist. Ich kann die scheinbar noch reparieren. Ich will bringen, wenn mir das auch nicht. Das ist eigentlich der andere Gegner. Das ist der andere Gegner.
Okay. Warum ist da hier noch diese mit Waffe übrig? Also Erik, was werf ich weg? So. Dann schauen wir mal, ob Sarah noch hier ist. Da drin ist keiner. Sie sind mit Sarah weggefahren. Schauen wir nicht. Sarah ist entführt worden. Sein Anhänger brennt. Mist, das kommt davon, wenn man sich mit Raisa legt. Ihr hättet das mit der Schule niemals durchziehen sollen. Eine Gruppe von Raisa-Schlägern ist auf dem Weg zum Stützpunkt gesichtet worden. Jede wette, dass sie Sarah dorthin gebracht haben. Du gehst dorthin, findest Sarah und bringst ihn unversehrt zurück. Verstanden? Okay, da ist dort zum einen nicht mehr sicher. Oh nein, das ist zu Sarah. Jetzt haben wir mal so einen Rappen. Natürlich ist es wieder Nacht, das heißt, ich muss aufpassen auf die Schatten hier. Okay. Schauen Sie hier drüben. Ja. Okay, dann gebe ich mal nicht die Punkte aus. Schild, wie gesagt. Wird, glaube ich, nützlich sein. Linke Hände, Durchsuchung von Leichen dauert nicht mehr so lange. Nehme ich auch gern mit. Ich glaube, ich nehme das Kaugespringen mit. Haben wir hier noch Trampeln? Erledigen Sie am Boden liegenden Feinde mit einem Tritt auf den Kopf. Sie können diese Fähigkeiten ebenfalls beim Heilen einsetzen. Was? Die Feindvorsprungklette. Ach so. Bei Fallenden einsetzen, die auf einen Vorsprungklette zu. Compound, Schlag auf den Boden. Weiß ich nicht. Ich glaube, der schränkt mich ein bisschen ein. Das Trampeln, glaube ich, ist nicht so schlecht. Nachdem ich sowieso mehr zutrete. Da ich sonst nie Outdoor habe. Irgendwas anderes. Gehen wir mal hier rum.
Aber eigentlich nur ein Zombie-Horden aus dem Weg gehen. Hat vor allem den Schattenjägern. Das ist natürlich schlecht. Schon wieder ein bisschen länger her, dass ich es gespielt habe. Aber gut, die Nacht ist eh schon wieder fast vorbei. Wir sind ja, glaube ich, in der Nähe gespawnt, wenn ich es richtig sehe. Müsste das eigentlich gleich hier sein. Bracken, der Stützpunkt ist abgeriegelt. Die Zugänge dicht. Glaube nicht, dass ich da reinkomme. Finde einen Weg. Auf der Rückseite vielleicht. Aber geh kein Risiko ein. Diese Viecher reißen dich sonst in Stücke. Okay. War auch klar, dass hier alles dicht gemacht wurde. Sieht aber nicht so aus, wie hier ein Durchgang irgendwo. Vielleicht auf der anderen Seite. Ich sehe auch hier keine offenen Fenster oder irgendwas. Mal schauen. Wie es hier drüben aussieht. Ah, das sieht schon eher aus wie ein Weg, den ich nehmen kann. Okay. Ich habe einen Eingang gefunden. Keine leichte Übung. Geh jetzt rein. Sei wachsam da drin. Viel Glück. Okay. Das war ein Fehler. Okay, ist sogar offen. Muss ich gar nicht. Aufs Dach gelangen. Oh, das ist ziemlich bemerkend. Das ist zwar nicht die einfachste Übung. Schon schwieriger was geschafft. Okay.
ich nur schauen, ob ich hier zurückkomme, um mich zu heilen. Sieht halt echt schlecht aus. Heilung herstellen. Ich glaube, dafür habe ich nicht das Nötige. Naja. Heilung kann ich herstellen. Schon am Boden. Was habe ich? Trampling Skills. Ah, ist auch erledigt. Ich möchte ja einfach nur meine Ruhe hier oben haben. Rais Schläger haben Sarah entführt, seinen Anhänger geplündert und seine komplette Ausrüstung gestohlen. Darunter auch die Forschungspakete, sofern Sarah sie bereits vorbereitet hatte. Ich muss ihn finden. Crane hier. Ich könnte gerade wirklich Hilfe vom GRE gebrauchen. Zu schade, Crane. Hier spricht das Verteidigungsministerium. Wie? Was geht da vor? Was ist mit dem GRE? Die Einflussnahme durch den GRE wurde reduziert. Wir haben die Führung übernommen und Haran zur Zielzone der Stufe 1 erklärt. Warten Sie, warten Sie! Sie können nicht einfach ein Flächenbombardement durchführen. Es gibt hier noch hunderte unschuldiger Zivilisten. Vielleicht tausende. Irrelevant. Es geht hier um die Sicherheit von Milliarden. Das verstehen Sie doch sicherlich. Okay, okay, hören Sie zu. Ein Wissenschaftler namens Sarah arbeitet hier in Haran an einem Heilmittel. Er steht kurz vor einem Durchbruch. Wenn Sie die Stadt bombardieren... Verstanden. Unwahrscheinlich, dass dieser Wissenschaftler wirklich nützliche Erkenntnisse vorzuweisen hat, aber... Sie haben 48 Stunden. Ja, okay. Aber klar, das früher oder später nicht mehr Jerry das sagen hat. Ah, na gut, bevor wir jetzt hier weitermachen, glaube ich, werde ich den Pfad trotzdem an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch für euch zu sehen. Lasst mir jetzt schon los, euch gefallen hat. Wenn es so soll, könnt ihr euch gerne nach Auto lassen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dying Light wieder. Ciao.